Du kommst nach Hause und für eine Überraschung. Dein bester Freund wartet dort auf dich. Wo warst du? Warum bist du in meiner Wohnung? Ich hatte eine großartige Nacht. Ich wollte so unbedingt mit dir reden, aber ich konnte dich nicht finden. Ich hatte Angst, dass dir etwas passiert ist. Oh. Es ist okay, ich war nur... Aber jetzt, wo ich weiß, dass es dir gut geht, kann ich dich endlich auf den neuesten Stand bringen, was die Saga von Miriam angeht. Du wirst nicht glauben, was mir nach der Schule gestern passiert ist. Ich bin auf ein Date gegangen. Sag mir bitte, dass sie auch was mit Clank anfängt, wenn man ihn als Partner genommen hätte. Aber ich bin froh, dass sie auch ein Happy End kriegt anscheinend. Seit ich mit Pop zusammengearbeitet habe, hat er mich gefragt, ob ich mit ihm ausgehen will. Natürlich habe ich ihm gesagt, what? You better harness those sweet. Was? Ich bin nicht die Art von Mädchen. Aber er wollte nur ein bisschen Zeit allein mit mir verbringen und mich kennenlernen. Also sagte ich, okay, klar. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mich in sein Schaschhaus mitgenommen. Aber Sachen gerieten schnell aus der Kontrolle. Okay, das Spiel sagt auch, dass das kein Ding ist, was Leute sagen. Und jetzt weiß ich nicht, wo wir stehen. Und ich bin auch auf am Date gewesen, zurück bei Colonel Sanders Haus, wo ich die Nacht bei ihm verbracht habe. Es ist nichts passiert, aber die emotionale Verbindung. Wow. Miriam sagt dir, dass du dich von dieser Colonel Sanders Besessenheit lösen musst und auf die Schule konzentrieren musst. Girl, ich höre dir auch zu, wenn du mir vom Pop erzählst. Damit Colonel Sanders besessen zu sein, falsch ist, willst du nicht recht haben. Nach einer... Oh, wahrscheinlich, weil wir sie zu sehr vernachlässigt haben, oder? Hätten wir das Rezept verraten sollen? Nach einem kurzen Streit... einigt euch darauf, getrennte Wege zu gehen. Och, Mann. Wir hatten ja aber auch gar keine Wahl jetzt. Okay, ja, letzter Schultag, weil die Schule ja nur 3 Tage braucht. Machst du dir keine Gedanken um meine Hände, Körne? Gestern habe ich mir fast einen Nagel gebrochen, weil ich so hart gewonnen habe. Technisch gesehen, glaube ich, wurde kein Gewinner entschieden, aber deine Präsentation war ziemlich beeindruckend. Warum macht er ihr Komplimente? Ah, was ist mit dem Geschmack meines delikaten, warmen, schleimigen Schokoladensoße? Es war offensichtlich, dass du sehr passioniert dabei bist, wie dein Essen wahrgenommen wird. Das sind viele Worte, um zu sagen, es war ziemlich langweilig. 3 Tage pro Schuljahr, damit könnte ich leben. Ja, und vor allem, wenn der Lehrer ein Hund ist. Entschuldige, Spinny, ich bin mehr als fähig, für mich selbst zu sprechen. Vielleicht könntest du mir mehr über deine Gedanken erzählen, während wir in die Klasse gehen, Colonel. Ich bin immer daran interessiert, die feine Kunst von feinem Essen zu besprechen. Oh je. Wir müssen immer noch Ashley irgendwie aus dem Bild kriegen. Ich dachte, sie mag uns nicht mehr. Warum redet sie jetzt auch wieder? Wir werden Colonel klauen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Aber ich glaube, da passiert auch nichts. Du öffnest eine Seite, die mit arkanen Warnungen bedeckt ist. Nur in extremen Notfällen wirken, sagt es am Rand der Seite. Ich könnte diesen Zauber hier nutzen. Der sagt, dass es jeden, den ich mir aussuche, von all meinen Erinnerungen löscht. Wenn ich Colonel Sanders lösche, würde es mir wahrscheinlich helfen, mich besser auf die Abschlussprüfung zu konzentrieren. What? Das ist viel zu drastisch. Könntest du nicht irgendwas tun, was nicht in dunkler Magie gewurzelt ist? Ja, sie hat zur Abwechslung sogar mal recht. Sag jetzt nicht, dass ich das machen muss. Nein, ich mach das nicht. Wir wurden gewarnt. Ich will, dass ihr alle wisst, dass eine Art Hundemoment auf mich zukommt, aber ich bin mir sicher, das ist nichts, wovon man Angst haben muss. Fängt an, das Eichhörnchen anzubellen. Okay, wir hätten ihm das doch an
Terrence, ich hab dir gesagt, du sollst nie wieder herkommen, Terrence. Ich werde dich vernichten, Terrence. Oh, er ist Anime. Entschuldigt bitte den Outburst hier. Das bringt mich eigentlich zu einem weiteren Punkt. Danke, Sveni, dass du mich daran erinnerst, dieses wichtige Stück Weisheit zu vermitteln. Aber bevor es weitergeht, was? Miriams Love Drama. Ich hab dir gesagt, du solltest dir bis nach der Klasse aufsparen. Aber ich vermisse dich. Oh nein. Wir hatten ein Date. Und wie kannst du mich vermissen, wenn ich genau da bin? Oh, das müssen wir klären. Jedes Mal, wenn ich blitze, gehst du wieder weg. Das ist etwas wirklich Süßes. Miriam, was ist passiert? Ich habe ihr Ärger eingebracht und jetzt ist sie wütend auf mich. Sie wurde von Bobs Mutter angeschrien, weil sie, was? Weil sie schuld ist, dass er jetzt in kein Museum mehr gehen darf. Oh. So eine Beziehungssituation, wie sie in diesem Spiel zu erzeigen, eigentlich wirklich eine Sache. Nichts mehr, weil eine laute öffentliche Trennung für den letzten Schultag, ja, nach 3 Tagen, das war ungünstig. Aber wir dürfen sich ablenken lassen. Oh, wir müssen sie jetzt erstmal hier wieder aufbauen. Okay, also irgendwie ignoriert jetzt das Spiel, dass wir uns vorhin voll mit ihr gestritten haben. Oh, Sir Colonel. Oh. Und unser Gericht hat angefangen zu backen und der Geruch füllt den gesamten Raum um uns herum. Das ist zu schade. Ich hatte gehofft, du bist hier und kochst etwas Besonderes. Das letzte Mal, so könnte es sein, dass du deinen Kopf gelassen hast, hat es dich den Kochwettbewerb gekostet. Wir gestehen, also auf einmal sind wir hier voll auf Erfolg hier. Aber was ist denn mit der Liebe? Ja, er mag das. Ja, sehr gut. Nein, ich wusste es, meine Nase kann das über 400 Jahre. Was, wie viel waren 400 Yards nochmal ungefähr in Metern? Vor allem die Amerikaner mit ihrem Imperial System hier. Das ist eine sehr spezifische Distanz, aber du wirst nicht weniger vor einem so speziellen Mann erwarten. TLC. What? Es gibt keine Regeln. Koch mit allem, was du kriegen kannst. 356 Meter. Okay, das ist wirklich sehr... Ich finde es auch sehr genau. Mac und Cheese. Colonel Sanders scheint seine 11 Kräuter und Gewürze zu, und versucht einen Weg zu finden, seine Perfektion noch zu verbessern. Oh, geht's jetzt voll in den Anime-Modus? Ja, es ist voll Anime-Modus! Oh je. Wann hat Clank gelernt, endlich zu sprechen? Es ist die Singularität. Was? Okay, Clank ist schon mal weg. Oh, Ashley hat ihr Zauberbuch draußen. Willst du irgendwelche dunkle Magie verwenden? Das geht dir bestimmt schief.
Wir machen uns auf die harte Tour. Colonel Sanders hat gesehen, dass du dich entschieden hast, auf deine eigene Weise zu gewinnen und zwinkert dir subtil zu. Oh. Ich glaube an dich, Spinny. Oh, Senpai glaubt an uns. Alles klar, wir müssen das hinkriegen. Oh, und Miriam glaubt auch noch an uns. Sehr gut. Sie ist schon fertig, also hilft sie uns jetzt. Oh, die Macht der Freundschaft. Aha. Die geheime Zutat. Und wo zur Hölle hat sie... Sie Auge von Newt herbekommen. Der Kopf explodiert und schleudert Miriam nach hinten. Steve, das Spork-Monster, oh je. Du bist jetzt aber nicht hier, um gegen mich zu kämpfen, oder? Okay, das Spork-Monster hilft uns. Du weißt nicht, ob du hier gewinnen könntest. Wir holen die zusätzliche Macht aus Steve aus unserem Innern. Wir gehen doch jetzt nicht auf. Deine Haare werden Mekuchis orange. Okay, ja, wir werden jetzt zum Super Saiyajin. Mein Herz ist rein, meine Hände sind ruhig. Meine Geschmacksknospen haben sich ihr ganzes Leben auf diesen Moment vorbereitet. Okay, jetzt ist schon wieder der Geist da. Die Macht, die du versucht hattest zu beschwören, verschwindet direkt wieder. Du hast meinen inspirierenden Monolog unterbrochen. Du beginnst vom Boden zu schweben. Energie fließt durch deinen Körper. Du weißt, dass du mit dieser Macht alles tun kannst. Außer die Zeit zurückzunehmen, was sehr nützlich wäre. Weil während du dich aufgepowert hast, dein Chicken Pot Pie überkocht wurde und jetzt nicht mehr serviert werden kann. Colonel Sanders hilft mir auch. Oh je. Die Regeln zu folgen war noch nie so ein Ding. Ich folge meinem Herzen. Was für ein Typ. Oh, die perfekte Essensunion. Es geht los. Okay, gibt es eine Zeitlinie, wo Clank nicht ausgesteckt wird? Weil das konnten wir jetzt auch nicht verhindern. Oder dass Pop nicht weggemobbt wird? Ein langes Semester. Mhm, 3 Tage. Ja, sie nehmen sogar selber dazu drauf. Aber nach Tagen harter Arbeit ist die Zeit gekommen, dass ich esse. Okay, es ging euch nur darum, dass er isst. Ach komm schon, ich bin keiner dieser Hunde, die nicht den Mund spüren. Ich habe sogar eine wirklich süße elektrische Zahnbürste für Hunde. Das glaube ich ihm sogar, denn er ist der Best Boy. Und was hat der Rivale? Hast du einen Seeigel mit den Stacheln eines anderen, andersfarbigen Seeigels gestochen? Irgendwas sagt mir, es wird heute kein S4 mehr geben. Nee, das wird auch ein bisschen eng. Aber das hat jetzt auch über... Ich hatte nämlich das nicht mal geguckt und es hieß eigentlich, das Spiel ist so 1,5 Stunden lang. Ich meine, gut, ich habe zwischendurch auch noch live übersetzt. Ich glaube, das hat es auch noch ein bisschen in die Länge gezogen, aber 2 Stunden wären, denke ich, eher realistisch gewesen. Ein bisschen viel, findest du nicht? Ja, er muss auch überkompensieren. Oh, er legt sich mit dem Hund an. Die ganzen Stacheln kommen in die Quere.
Disqualifiziert. Wer hätte gedacht, dass man, wenn man Essen in einer Schüssel aus Stacheln serviert, es schwer sein könnte, das zu essen? Ja, ich weiß, ich bin der Hund und ich trinke Milch. Kommt drüber hinweg. Ich überleg gerade. Also ich weiß, dass Katzen normale Milch nicht vertragen, aber wie ist es bei Hunden? Weil Hunde dürfen es wahrscheinlich auch nicht, aber machen es wahrscheinlich trotzdem, ne? Wahrscheinlich kriegen viele Hunde es und ohne, dass es den Leuten bewusst ist, dass es wahrscheinlich nicht gut ist. Ashley, oh, jetzt bin ich gespannt. Sie hat einfach türkisches Gebäck gemacht. Mal eben so nebenbei. Hunde fressen. Ja, also, dass sie es mögen, ist eine Sache, aber vertragen sie Milch? Also, ich weiß, wie gesagt, Katzen vertragen keinen Milchzucker. Außer Haribosa. Ja, die, gut, die sind aber auch. Ja, auch eher. Und Schokolade ist ganz schlimm, also vor allem dunkle. Je mehr Schokolade, mehr Kakaoanteil, desto schlimmer. Ist hochgiftig für Hunde. Und Ziegen. Es ist sehr wundervoll, aber ich würde dir bitten, dass sie es nicht essen oder versuchen, es zu probieren. Es ist sehr fragil und sollte nur zur Schau. Und das ist halt das, woran sie scheitert. Nicht das Essen probieren an einer Kochschule. Ist das dein Ernst? Aber das ist wunderschön, aber es ist ein Kochwettbewerb an einer Kochschule. Wenn ich Sachen Essen bewerten wollen würde, würde ich zur Essschule gehen. Schule für die Hungrigen. Boah, Girl, du hast es auch nicht kapiert. Du könntest daran riechen, wenn du unbedingt musst, aber bitte nicht zu hart, es könnte die Zuckerspirale zerbrechen. Wenn das Essen nicht gegessen werden kann, kann es nicht bewertet werden. Du bist disqualifiziert, Girl. Da hilft dir auch keine dunkle Magie mehr. Wenn diese Klasse noch kleiner wird, dann unterrichte ich mich selbst. Oh ja. Du und Köln sind als die letzten Köche. Gut, also viel kann da nicht mehr schief gehen. Zwei Köche. Oh, wenn das nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Irgendwo in diesem Raum spielt ein Trommelwirbel. In meinen 49 Hundejahren des Lebens habe ich noch nie etwas so Leckeres probieren dürfen. Es ist so lecker, dass alle die Klasse bestehen. Was? Du bestehst und du bestehst und du bestehst und du bestehst. Ist er jetzt Oprah oder was? Alle scheinen aus dieser Realität in eine andere Dimension zu transzendieren. Zusammen haben du und Köln Sanders ein neues Menü für die Speisekarte geschaffen. Selbst Werndan und Ashley kommen zurück für seinen magnetischen Geruch. Okay, selbst die beiden. Also jetzt sind wir halt komplett die Mary Sue. Jetzt, wo das Schuljahr vorbei ist und alle ihren Abschluss haben, kommen die Schüler ein letztes Mal zusammen für ein letztes... Deine letzte Aufgabe, zu tanzen. Die Cafeteria wurde komplett neu dekoriert, als den Ort für den Abschlusstanz der Schule zu dienen. Okay, er macht einen DJ. Oh, und die beiden sind jetzt auch, wechseln jetzt auch die Seiten.
Und da ist wieder der tote Student. Keine Geister bei der Abschlussfeier. Es steht genau in den Schulregeln. Ich war eigentlich nie ein Geist. Es war alles ein Trick, damit ihr mich endlich bemerkt. Sorry, das hat leider nicht funktioniert. Das Spork-Monster. Party-Monster. Er nimmt jetzt Party-Monster. Alles klar, dann wollen wir mal nicht dead nehmen. Gibt es ein Ende, wo sie und Pop, wo das passt? Diskriminierung der Toten. Aber Monster sind erlaubt, alles klar. Ja, natürlich. Monster sind ja auch nicht tot. Ein roter Teppich wird ausgerollt. Es ist wie eine Hollywood-Premiere. Wer könnte Ich kann das echt mit nicht weit besitzen. Es ist Pop. Er ist zu spät da, aber anscheinend für einen guten Grund. Was? Er hat eine Krone? Ich weiß, dass du dich beim Abschluss Prüfung da mitmachen konntest und dein Diplom bekommen konntest. Also haben wir es direkt die Krone direkt an deinen Vater geschickt. Warte, was? Ja, der Dean, was ist das? Ach, der Dekan, okay. Jetzt verstehe ich. Hat er jetzt einfach sein Geld Was? Hat er jetzt seine Beziehung spielen lassen? Oh, es passt jetzt doch. Oh, oder auch nicht. Sie ist nicht interessiert. Oh nein. So viele 3-Tage-Universitäten, die sie noch machen muss. Och Mann. Was sagt er jetzt? Ich bin Clank, bin nicht von dieser Erde. Ich komme tatsächlich von einem weit entfernten Planeten in einer anderen Dimension. Das ist ein bisschen später Plot-Twist. Und Clank ist auch weg. Also ich habe das Gefühl, wenn wir ihn als Partner für sie ausgewählt hätten, wäre das ähnlich gelaufen. Und vielleicht hätte sie dann sogar Interesse gehabt und er hätte gehen müssen. Also... Sie kriegt wohl doch kein Happy End. Colonel. Oh je. Ich glaube, dieses Spiel soll einem sagen, dass man nur 3 Tage zur Schule gegangen sein muss, um da arbeiten zu dürfen. Und vor allem hat man in dieser Schule gefühlt nichts gelernt. Das Ende? Schon? Nein, es ist nicht das Ende. Ich wollte schon sagen. Wir müssen doch jetzt noch mit dem Colonel tanzen. Ich habe nur auf die richtige Person gefragt, die mich um einen Tanz bittet. Welche Qualitäten würdest du von jemandem erwarten, so einer glücklichen Person? Oh. Wirst du mit mir tanzen? Jetzt hätten wir eigentlich noch abblitzen lassen können. Während du über die Tanzfläche gleitest, Hand in Hand mit Körnis, siehst du die Zukunft klar vor dir. Und sobald mein 100. Franchise steht, werde ich bereit sein, einen Tag freizunehmen. Und ich werde ihn mit dir verbringen, Spinny. Oh, wie romantisch.
Oh, das muss er selber machen. Ich darf ihm nicht helfen. Basierend auf deiner Zeit in der Schule, denkst du wirklich, das die Restaurants zu führen, ist der beste Weg nach vorne? Könnte es sein, du hast seine Liebe, aber nicht seinen Respekt als Koch? Kannst du nur mit der Hälfte von ihm leben? Würdest du es ertragen, ihn mit seiner anderen Liebe, sein Leben als Unternehmer teilen zu müssen? Oh je, war das jetzt schon das Happy End? Oder gibt's noch ein goldenes Ende? Das Intro ist fast noch das Beste am Spiel. Also ich hatte tatsächlich gehofft, dass ein bisschen mehr Anime-Sequenzen drin sind.